10.000 Dias. Farmen, Leute. Es geht einfach nur ums Reinfarmen. Es wird nicht lange dauern, Bro. Es wird nicht lange dauern. Wie kann sowas so schnell gehen? Diamantenfarmen, Leute. Das Event läuft auf einer unbegrenzt großen Map. Und ich möchte wissen, wie lange brauchen 100 Spieler 10.000 Diamanten zu farmen, Leute. Oh mein Gott, Digga. 10.000 Diamanten. Es gibt eine Toplist. Ich werde sehen, welcher Spieler hier die meisten Dias gefarmt hat. Und dem Ehrenbruder gönne ich einfach mal ein Lifetime auf revinza.tv. Finde ich einfach nur fair, ja? Wer sich hier rein sneakt, der soll das machen. Ihr könnt eure Diamanten weiter vercraften. Ihr könnt eure Diamanten verwenden. Hier werden alle Diamanten trotzdem gezählt, die gefarmt werden. Je schneller wir das Ziel erreichen, umso krasser sind wir als Community. Ich möchte gucken, dass wir das maybe zu einem Wettlauf machen und immer wieder unseren alten Rekord versuchen zu überbieten, ja? Ich bin gespannt, Leute. 100 Spieler. Wie lange brauchen wir, bis wir 10.000 Dias haben? Ich bin wirklich mal gespannt, weil sobald die ersten Verzauberungstiche da sind und sowas und ihr die Möglichkeit habt zu verzaubern, dann wird das richtig, richtig schnell gehen. Ich bin mal gespannt, wie lange ihr brauchen werdet. Keine Ahnung. Das Ding ist, jeder hat ja auch seine eigene Taktik. Die Map ist unendlich groß. Also, wir hatten ja sonst immer im Stream-Event so, dass die Map kleiner war. Das haben wir diesmal nicht, Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht allzu lange dauern wird. Ich weiß nicht, ob wir es in unter einer Stunde, wahrscheinlich schaffen wir es nicht, oder? Nee, das ist glaube ich, unmöglich. Was schätzt du denn, wie lange wir für 1.000 brauchen? Unter einer Stunde auf jeden Fall. Ja, das ja, das geht schnell. Für 10.000 weiß ich nicht. Also da würde ich vielleicht schon einen halben Tag bis Tag ansetzen. Meinst du? Boah, ich glaube nicht so. Boah, ich weiß nicht. 100 individuelle Spieler, die alle nichts anderes machen, außer farmen. Die bauen keine Häuser, die ja, dann holen Essen und farmen. Ihr müsst alle farmen, ihr müsst alle richtig grinden. PvP ist ja auch aus, ne? Es geht wirklich nur ums Farmen, Leute. Es geht einfach nur ums Reinfarmen. Um nichts anderes, um nichts anderes. Okay. Ich möchte jetzt hier einfach mal sehen, wie krass die Community am Reingrinden ist. Das Ding ist halt, wenn halt wirklich alle anfangen, gleichzeitig zu Strip-Minen allein schon, das wird schon anders gut laufen. Das wird die müssen ja erstmal zu den Werkzeugen kommen. Das ist, glaube ich, die längste Zeit so. Und dann, wenn alle runtergehen in Strip-Minen, dann geht's los. Ich glaube, es dauert safe. Und das call ich jetzt, es dauert safe nicht lange. Die erste, Luck 3, Unbreaking 3, Pickaxe ist in 20 Minuten ist die da. Nein. Bin ich mir sicher. Ja, ja gut, ja, ja. Okay. Ja, doch. Wenn die zusammenarbeiten, auf jeden Fall. Wenn ihr Teams bildet und ein Crafting-Table macht und so weiter und so fort, auf jeden Fall. Im besten Falle geht ihr sogar als Ehrenleute hier oben hin und setzt den Crafting-Table wieder hier hoch, damit den jeder nutzen kann, Leute. Ich kann es wirklich nicht einschätzen, Let's go, der Hase. Leute. Was ist mit X-Ray, schreibt die Romiox. Verboten. X-Raying, ja, not allowed. Man sieht ja direkt, wer übernatürlich viel Diamanten hat. Wir sehen ja, wenn jemand ultra viel farmt, wir sehen ja auch, wer das ist. Und wir beobachten dann die Person und sowas auch offstream. Das können Marcel und Tobi ja machen. Also versucht's gar nicht, ihr werdet von den Events dann auf ewig ausgeschlossen, wenn ihr hier X-Rayt, Leute. Spielt fair, wir wollen das hier clean runterspielen, weil wir wirklich wissen wollen, wie schnell es geht. Wir können dann nochmal gerne eine Variante machen, wo von mir ist alle sich X-Ray installieren. Aber heute muss das nicht sein. Und Ich hab doch mal Bahn und den Server betreten. Oh. Ich spiele nicht mehr mit. Der ist auch überall dabei, ne? Hat der überhaupt Schule oder irgendwie sowas? Der hat keine Arbeit. Der Arme. So, Leute, wir sind jetzt 100 Leute hier, ja? Ziel des Events ist es, zu gucken, wie lange dauert es, bis der erste Diamant gefunden wird. Das können wir, glaube ich, relativ gut sehen. Wie lange es dauert, bis der 1.000. und der 10.000. und der 100. Diamant und so weiter und so fort gefunden wird, meine Freunde. Ich würde sagen, Marcel, bist du ready, um das Event neu zu starten? Ich mache dann zeitgleich, während du das Event startest, hier vorne die Barriere weg. Marcel, bist du ready? In 3, 2, 1, go! Jawohl, läuft. Okay, Leute, jetzt heißt es. Aber warum läuft das Event jetzt schon da oben schon 27 Minuten? Das ist nur der Counter. Aber ist ja falsch. Also ich brauche den Counter ja. Ich muss den Counter resettet haben. Hat noch keiner einen Diamant gefunden. Ja, das ist obvious, Tobi. Es hat echt also, noch keiner eingefunden. Marcel, jetzt müssen wir gleich alle Leute nochmal Inventory clearen und so weiter und so fort, weißt du? Ja, nee, ist egal, wir starten jetzt einfach direkt ohne die Mauer. Ja, wenn die draufkommen, dann clearen einfach, wir clearen einfach ein gutes. 6,5 Stunden später. Und jetzt diesmal wirklich, Leute, wollen wir wissen, wie lange brauchen 100 Spieler, bis die 10.000 Diamanten gefarmt haben. Auf geht's. Und dann gucken wir mal, Leute, wie lange wir brauchen. Das ist gemeinsamer Speedrun mit der Community. Server ist da, ihr könnt anfangen, let's go. Auf geht der Hase. Und 3, 2, 1 und go. Es geht los. 100 Leute schwärmen hier gerade gemeinsam aus. Farmen erstmal Holz und werden dann anfangen, die ersten Diamanten abzubauen. Wie lange wird es dauern, bis der erste Diamant kommt, meine Freunde? Da will ich auf jeden Fall dabei sein. Es wird nicht lange dauern. Tobi? Jawohl. Nicht mal 5 Minuten, sag ich dir. Für den ersten Diamant? Nicht mal 5 Minuten für den ersten Diamant, wenn 100 Leute suchen. Boah, nicht mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sag 7 Minuten 30. Mm-mm. Doch. Ich sag unter 5 Minuten.
Die Leute bullen sich jetzt straight runter, farmen alles und dann let's go. Ja, ich sag 7 Minuten 30. Das ist kacke, was ich gesagt habe. Merkst du selber, ne? Er ist so voll überzeugt, dann nicht mehr so ganz und jetzt einfach gar nicht mehr. Guck mal, die haben jetzt alle schon Steinpickaxe und sowas, ja, ne? Ja, ja. Na gut, jetzt brauchen die noch Eisen. Goldfin, Alter! Zurück an die Arbeit, Junge! Geh arbeiten, du gelber Monetarisierungsopfer! Geh arbeiten! Ja, grün und gelb! Ja, ich geh arbeiten, Junge! Digga, alle craften, alle am craften. Es wird nicht lange dauern, Bro, es wird nicht lange dauern. Ja, wenn die ersten jetzt schon unten sind. Gehen wir erst das Game Out rein. Guck mal, Leute, was unter Tage passiert. Zählen die jetzt auch, wenn die in Kisten gefunden werden? Ja. Okay, dann ist einer echt schon nah dran, aber da sah ich jetzt nichts mehr dazu. Oh ja, ich hab gesehen, Tobi. Oh mein Gott, er. Oh nein, 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 Bro, nein! Oh mein Gott, er hat's überlebt. Er ist in der Ravine drin, Gina. Ja, was? In der Ravine, in der Schlucht. Aber ist ziemlich lost, also ist ein bisschen. Oh mein Gott, Leute, enttäuscht mich nicht. Nein, Trimax, lauf doch weiter, Trimax! Runter. Nein, 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 komm schon. Rafft es. Er rafft's. Minenheinz, vorsichtig! Alter. Wer ist da explodiert? Mein Heinz. Hier unten sind doch die, das holt sie euch doch. Guck mal, hier sind doch Diamanten da. Komm schon, Jungs, komm schon. Das muss jetzt was geben. Alter, ich sehe auch ein paar. Wer findet die ersten Diamanten? Let's go. Habt ihr es? Oh, 5 Diamanten schon gefunden. Oh mein Gott, er hat sie. Alter. Es war Minion Wolf. Minion WLF. Okay, 5 Dias schon gefunden, Leute. In 2 Minuten 18. Krank. Wir haben 5 Minuten als Minimum gesagt. Aber irgendwie, ich will die 100 Dias will ich noch miterleben. Das dauert wahrscheinlich noch, ne? Oder? Ja, ein bisschen. Ja, moin. Oh, so ein 10 Diamanten gesammelt. 10 Diamanten! Ja! 10 Dias, Leute, let's go. Wir sind bei 10 Dias nach circa 5 Minuten, Leute. Das ist komplett krank. Kurzer Zwischenstand, wir hängen bei 71 Diamanten, meine Freunde, mittlerweile. 71 Dias, extrem insane. Ich glaube, die 100 Dias machen wir gleich direkt schon voll. Kann ja nicht sein. Die 1000 Dias kommen heute. Wir müssen gucken, wie lange brauchen wir für 10.000 Diamanten? 83 mittlerweile schon. 83, Alter. Hab 10 Dias. Weiter so farmen, Leute. Weiter so. Sehr stark. Sehr, 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 sehr stark, Alter. Hier muss gegrindet werden, Mann. Hier muss einfach nur gegrindet werden. Mehr kann man dazu nicht sagen. Rein mit den Diamanten, Leute. Was soll der Geiz? Die Dias müssen rollen. Sind es tatsächlich die 100 Diamanten in unter 10 Minuten? Wir müssen die Zeit hier ein bisschen doppeln, Leute. Das kann ja nicht sein. 100 Dias, Alter. In unter 10 100. Minuten, Alter. Holy Tobi. Ja, Mann. Wie kann sowas so schnell gehen? Digga, es ist brutal. 111 jetzt schon. Aber überleg mal, 100 Leute farmen gerade Diamanten, ne? Voll. Ja, aber, volle Pulle. Ey, guck mal, die 1000, Alter, sind ja da nicht weit. Die 10.000. Hier wird auf jeden Fall aufs andere Level gestrippt, meint Junge. Irgendein Mello schon hier unten. Auf welcher Höhe ist der hier? Der ist auf Höhe. Kann man so ein paar Tipps hier mitnehmen auch, Leute. Der ist Höhe. Was ist das hier so? 14, ne? Ne, Höhe. Wer ist Höhe 3? Höhe 4 ist der. Irgendein Mello, aber bist du lost? Was machst du denn da unten? Aber gut, wenn es für dich funktioniert, why not? Junge. Essen und sowas müsst ihr euch selber drum kümmern, Leute. Ich bin nur da, um zu überwachen, wie lange es dauert, bis wir diese Dias zusammengefarmt haben, Malaka. Alles andere interessiert mich nicht. Oh nein, Bro. Vorsichtig. Hier ist über Lava. Vorsichtig! Oh. Übel ich verhungere, schreibt der. Warum geht er nicht einfach hin nach oben und tötet ein Tier? Ja, der will weiterhasseln. Er will einfach weiterhasseln. Ja, aber das macht dir, also ist ja, das macht dir keinen, das macht dir, also, Bubble. Ich meine, du kannst, ja. Ja, ich verstehe. Okay, Leute, ich würde sagen, bei 160 machen wir nochmal einen kleinen Cut und sehen uns dann spätestens bei den 1000 wieder. Auch da nochmal gespannt, wie lange das dauert. Wir können dann anhand der Server-Online-Zeit ein bisschen zuverlässiger als hier im Plugin sehen, wie lange das wirklich dauert, Leute. Weil die Zeit hier ist komplett lost. 166 Dias, wir sehen uns bei den 1000 wieder. Bis gleich. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen nachhelfen. Dort Dias farmen und nicht Kai-Uwe in den Himmel schreiben, mein Freund, ja. Das war ja schon, also war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Wir gucken auf den Dias-Server vorbei. Tobi, wir haben 5.008 Diamanten in 41 Stunden und 25 Minuten gefarmt. 1.000 Diamanten in 24 Minuten und dann 2.000 erst in 15 Stunden. Die Leute haben einfach nachgelassen, Tobi. Meine Community ist schlecht. Als der Stream aus war, haben die, glaube ich, Poising gemacht. Meine Community ist wack. Maschallah, Junge, ich wollte auf 10.000 Diamanten kommen. Für 1.000 Diamanten habt ihr 25 Minuten gebraucht und dann hättet ihr nochmal ein bisschen farmen müssen, damit wir die 10.000 voll machen. Jungs, das kann nicht sein. Pass auf, Leute, wir beenden das Event morgen. Haut auf jeden Fall beim Event hier nochmal ein bisschen gut rein, Leute. Es sind noch 41 Stunden jetzt. Ich möchte, dass ihr sehen, dass hier die 10.000 Dias auf jeden Fall noch kommen, Leute, okay? So, Leute, ich bin gerade hier auf Madeira und ich würde sagen, ihr seht es in meinem Gesicht, ich habe Todes Sonnenbrand. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz, wie es aussieht hier auf dem Stream-Event, meine Freunde. Wir haben mittlerweile die
10 Diamanten in 3 Minuten geschafft. Die 50 Diamanten in 3 Minuten 38, ganz nice. Die 100 Diamanten in 4 Minuten 45, bis dahin ging es eigentlich ganz gut. Aber ihr habt echt lange gebraucht, bis 5000 Diamanten zusammengekommen sind. Ich meine, Malaka, schaut mal hier. Ja, wir haben 24 Minuten für die 1000 Diamanten gebraucht. Und dann ging es irgendwie extrem langsam. Also ich glaube, da war ein bisschen Inaktivität da. Ich würde sagen, meine Freunde, wir konkluden das Ganze, indem wir sagen, ihr seid eine echt scheißfaule Community, die nicht für ihre Diamanten arbeiten möchte. Ihr seid es gewöhnt von der Community. Warum sind hier so viele Hunde? Tobi, kannst du vielleicht... Wieso sind hier so... Warst du das? Nein. Tobi? Nein. Ah. Ich würde sagen, meine Freunde, wir belassen es erstmal dabei. 41 Stunden, 25 Minuten und 41 Sekunden habt ihr gebraucht, bis wir 5000 Diamanten zusammen hatten. Das ist extrem lange. Dafür bin ich extrem stolz auf euch, dass wir nur 24 Minuten gebraucht haben, bis 1000 Diamanten zusammenkamen. Not bad. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gar nicht großartig die Basen an oder sowas, weil darum ging es ja nicht. Es ging ja wirklich darum zu gucken, wie lange wir gebraucht haben. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein extrem nices Experiment. Ich glaube aber, dass wir das deutlich besser können und ich würde gerne mit euch jetzt zum nächsten Mal einen riesigen Iron Golem bauen. Das Eisen müsst ihr natürlich wieder komplett selber farmen, das ist ganz klar. Und ich bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Ich gebe euch eine ungefähre Skizze, also das heißt, ich würde eine Schablone quasi ziehen und ihr müsst versuchen, das Ding gemeinsam als Community schnellstmöglich hier zu erbauen. Wir haben insgesamt 12.686 Diamanten geholt. Extrem interessantes Event auf jeden Fall. Ich glaube, beim nächsten Mal muss da ein bisschen mehr Hustle hinterstehen. Ja, aber ansonsten extrem nice Geschichte. Wie gesagt, für 1000 Diamanten 25 Minuten zu brauchen, das ist auf jeden Fall eine extrem stabile Zeit, da kann sich nicht mal Jan Ulrich beschweren. Ich bin gerade in Madeira und werde auf jeden Fall so eine wunderschöne Zeit machen. Was ist denn das hier? Was ist das? Das, was da drunter hängt. Was ist da? Ja, das war ich. Wirklich? Da war ich mal in Deutschland. Hast du das wirklich gebaut? Ja. Warum? Ja, weil es ein Pimmel ist, der hängt da runter. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, Tobi hat jetzt entlassen. Das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Ich bin damit raus und maybe sehen wir uns heute Abend oder morgen Abend noch zu einem kleinen Gaming-Stream. Wir drehen morgen noch, wenn ich du wäre, hier auf Madeira. Und dann wird auch die Tage nochmal ein Kochstream mit Unge und sowas kommen. Haltet auf jeden Fall die Augen offen beim Twitch-Kanal. Folgt mir gerne auf Instagram rein, um up to date zu bleiben. Und ich bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.